Rechts neben mir Christian Kolb, leibhaftig. Hallo. Seien Sie gegrüßt. Christian, ich hatte schon in der Anmoderation, dass wir uns heute ein bisschen damit beschäftigen, was Fitness bedeutet und wie man Fitness eigentlich durch eine, nicht eigentlich, sondern über eine gute Ernährung eigentlich unterstützen muss. Das ist eine sehr breite Schere, die du mir da aufziehst. Denn wenn wir jetzt über Fitness ja reden, jeder sportliche Einsatz oder jedes Training hat ja eine gewisse Wirkung auf den Körper und für den Muskelaufbau oder für andere Dinge brauche ich gewisse Nahrungsmittel. Ja. Die einen brauchen mehr Eiweiß, die anderen brauchen mehr Mineralstoffe, die anderen brauchen Braun. Das ist recht vielschichtig. Aber wir bewegen uns über den Tag immer mit den Themen Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte für Eiweißzuführung. Also man kann da auch überlegen, wie ich das auch mit den vorhandenen Mitteln, auch nicht nur durch Ergänzungsmittel, sondern tatsächlich über die Lebensmittel zu mir führen kann. Und da habe ich mal in meiner Trickkiste gesucht und geschaut, ich bin eigentlich auch ein Freund des Sandwiches. Aber ich brauche nicht immer große, voluminös belegte, herzhaft, sondern ich würde auch gerne ab und zu mal was Süßes. Und das kenne ich aus Asien. Da wird das mit dem süßen Reis gemacht. Ich kenne es aber auch aus Europa, wo man aus Toastbrot, aus Biskuit und so weiter süße Sandwiches kreiert. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wen holen wir als allererstes ab, wenn wir morgens was mit Süßen haben? Dann sind es unsere Kinder. Unsere Kinder. Immer. Die natürlich konzentriert sind auf gewisse Produkte. Ja. Aber vor allem geht es ihnen ja, wenn man mit ihnen das immer wieder trainiert hat, so muss man es ja auch nennen, dass sie gern Obst mögen, dass sie was Süßes mögen. Und da habe ich mir dann gedacht, ich steige mit einer Crememasse ein. Ja. Und das ist die Mascarpone. Oh. Die ist cremig süß, ja, fett, aber ohne Fett kein Geschmack. Und was Süßes ist ja jetzt nicht, wo ich mich den ganzen Tag mit ernähren möchte, sondern ist so nicht nur Belohnung, sondern das gönne ich mir. Und damit ich da auch wirklich etwas hineinbekomme, wo ich sage, okay, jetzt fangen wir mal an, nicht über Fitness, sondern über die Ernährung uns nur zu unterhalten, gehe ich mit Mandelmus rein. Und also das in Verbindung, das ist meine Basiscreme. Und der Goodie ist in Schokoladenstreusel. Das ist, kann man so kaufen, das kennt man ja auch, wenn man Karten macht. Damit kriegt man ja nicht nur Kinder. Richtig. Da kriegt man jeden. Und damit wir auch das Obst unterarbeiten und die Leute nicht den ganzen Tag auf Äpfeln rumkauen müssen, arbeite ich das auch mit in die Masse rein. Das heißt, ich schneide es klein, raspeln, wie auch immer, und hebe es mit unter die Masse. Und dann habe ich eine wunderbare Crememasse, die sich in verschiedenen Formen verarbeiten lässt. Ob ich es jetzt für einen Kuchen nutze, ob ich Pfannkuchen fülle oder mir kleine Sandwiches mache und dann sage, so, wir machen eine kleine Tea Time. Mit den Kindern ein süßes Sandwich, ein Kakao. Also Kakao damit wäre ja dann, ich glaube, jeder der Kinder hat kennt die Diskussion. Also ich habe sie deutlich, weil die Söhne, die jeden Morgen einen gespalteten Apfel mitbekommen in ihre Frühstücksbox, bringen den aber auch immer so wieder mit. Das Hauptargument, keine Zeit. Sie schaffen ihr Brot zu essen, möchten dann natürlich lieber spielen. Und der Apfel bleibt immer liegen. Ja, und da arbeite ich es ganz gerne ein. Wer es von Grund auf gewohnt ist, immer Obst auch zu essen, dann läuft das automatisch mit. Und ein Apfel ist tatsächlich was Wertvolles. Absolut. Ist auch ein Wachmacher. Das heißt, wenn ich merke, ich verliere Konzentration und werde müde, lieber einen Apfel essen, bevor man sich mit anderen Dingen auseinandersetzt. Und den Tipp gibst du mir jetzt. Damit wir jetzt auch heute noch schön durchkommen. Schön. Also, die Mascarpone. Ja. Dann ein Mandelmus, es gibt mit Schale, dann ist es dunkelbraun. Wir sagen jetzt aber nicht, wo du die her hast. Nein, ich möchte es aber nur, dass man da sieht, das ist kein Produkt, wo ich jetzt zu Hause schauen muss, dass ich das irgendwie mixen kann. Das kriegt man im Handel. Es gibt braun, also mit der Schale, oder weiß, wenn die Schale entfernt wurde. Und jetzt gehen wir an das Thema Süße. Ja. Vom Prinzip her brauche ich keinen Zusatz mehr von Süße, denn wir haben den Apfel. Ja. Mit einer Süße. Wir haben die Mascarpone, die wunderbar cremig süß ist, und die Schokoflocken. Ja. Falls jemand noch sagt, ein bisschen schon, ich würde raffinierten Zucker weglassen. Ja. Ich würde eher, es ist auch Zucker, aber es hat nochmal für mich persönlich ein bisschen mehr Wert. Ahornsirup, Dattelsirup,
Also solche Themen mit einarbeiten. Und was man auch machen kann, wenn man Fruchtkomponenten noch zusätzlich verstärkt drin haben will, man kennt es vom Backen, da gibt es solche Pasten für Orange, für Zitrone. Und da ist auch ein bisschen Ahornsirup mit drin. Und dann kann man das mit runterheben und dann habe ich meine Masse. Na wunderbar, ich bin Das gespannt. mal nur einleitend. Das können wir wegstellen. Ich hatte die hier vorbereitet, weil die kann man so ein bisschen aufschlagen. Das braucht zu lang. Die Äpfel, ich habe sie hier grob geschnitten, weil ich sie auch wirklich spürbar haben möchte. Dann gibt es ja diese Raffelreibe, Ja. diese Haifischreibe, wie wir sie Ja. nennen, die Ja. Breite. Dann habe ich es etwas ja, feiner drin, aber ich finde es schön, wenn man was krabbelt. Man muss aber dann schneiden wollen. Da geht's Das los. ist halt nicht jedem sein Ding. Und deswegen habe ich es auch mal jetzt so mal auch dargereicht, dass es natürlich auch geht. Man darf bei der Zubereitung nicht erschrecken, wenn ich Mascarpone und Mandelmus anfange aufzuschlagen, dann habe ich ja einen hohen Fettanteil oder Ölanteil und eine cremige Masse, wo auch Wasser drin ist. Und wenn ich anfange, das zu rühren, dann entsteht eine Emulsion und das Ding wird etwas stabiler und härter. Ja. Nicht erschrecken, das ist normal. In dem Moment, wenn die Äpfel wieder drunter gehoben werden, ist das Thema erledigt. Wie lange etwa Zubereitungszeit? Also ja, natürlich je nach Also wenn ich Größe. jetzt die Zutaten rausnehme, aus dem Kühlschrank rausnehme, aufschlage, die Sachen reinnehme, sind das keine 5 Minuten. Und wenn ich langsam bin, 10 und den Apfel reiben, nochmal 5 Minuten. Also in 15 Minuten ist wirklich Und alles wie lange erledigt. hält das? Ich glaube, wenn wir mal daran denken, dass wir jetzt hier Eltern vielleicht mit haben, die da zuschauen, wie lange hält das im Kühlschrank? Ich würde es nicht länger als 2 Tage nehmen. Wir haben einen Okay. Frischapfel drin. Was ich natürlich anders machen kann, ich lasse den Apfel draußen, ich nehme nur die Basismasse Ja. und gebe die in einen dicht schließenden Behälter. Und die Basismasse würde dann bedeuten Mascarpone plus Mandelcreme, weil die Mandelcreme, Schokoflocken wären die ja lasse auch ich auch nicht. Ja. draußen. Und dann wäre das meine Basiscreme schön abgeschmeckt, wann auch Vanillepulver natürlich rein kann, also Sehr gut. gemahlene Vanille. Und dann würde ich sagen, es sind 5 Tage, 6 Tage überhaupt kein Problem. Ich nehme immer etwas raus. Heute sind es Bananen, übermorgen sind es der Apfel oder die Birne, Zwetschgen. Auch, also da kann ich eigentlich alles drunter ziehen. Ja, wunderbar. Und jetzt fangen wir mal an. Warum sind wir aufs Toastbrot gegangen? Eine echte Sandwich-Kultur ist halt mit einem guten Sandwich-Toast oder Toastbrot. Und hier sind wir sogar einen Schritt weiter gegangen, wir sind ins Vollkorn-Toastbrot Richtig. gegangen. Die Ware, kannst du was dazu erzählen? Wie wird die geliefert? So wie sie da liegt. Das ist gut. Das habe ich mir gedacht. Nein, das Kartonware ist ein Lagerartikel, der bei uns lagerseitig immer vorhanden ist. Das ist ein Standardprodukt. Ja, Eigenproduktion hier aus Deutschland, ist ein Artikel, der aus der Harry-Produktion direkt läuft und ja, jederzeit verfügbar. Und ich denke, bekannt. Ja, ist auftauen und fertig. Ne? Auftauen, fertig Super. und geht auf jedem Schulkiosk. Dann mache ich eins vor. Ja, und dann soll ich wieder anfangen, Und ich habe Creme. extra den kleinen Löffel. Ja, ich wusste es, ich habe mir sowas gedacht. Und dann sieht man auch, wie schön cremig das ist. Und das braucht man nicht sparen. Also nur weil es jetzt angeblich etwas Süßes ist. Man sieht, das Dunkle, was man jetzt hier sieht, ist natürlich von der Schokolade, Ja. die was abgibt und diese vielen kleinen schwarzen Punkte, falls es die Kamera einfangen kann, da sieht man es so. Früher haben die Konditoren immer Ärger bekommen mit Leuten, die nicht verstanden haben, dass Vanille auch so klein punktuell sich im Kuchen verteilen kann. Das ist die gemahlene Vanille. Die kann man auch so fertig kaufen. Das ist die getrocknete Schote und dann vermahlen kann man auch selber herstellen. Also schön bis an die Ränder ausstreichen. So. Dann könnte ich es so lassen oder ich gebe noch was drauf und sage, ich möchte da noch ein bisschen Apfelspalten mit dran geben. Wow. Dann freut sich. Die Mama, Genau. weil sie. Und ein Apfel ist wirklich was wert. Dann lege ich das drauf und jetzt machen wir es schön englisch. Die Ränder weg. Die Ränder kriegt derjenige, der es zubereitet hat. Hast du eine Idee, warum das so ist? Also ich war ja mal im Austausch in England und die liebe Austauschmama hat jeden Morgen tatsächlich die Ränder Ja, weggeschnitten. weil die Ränder härter sind. Aber das Da sag ich muss man mal. kauen. Ach so, das ist alles. Also so wurde es mir erklärt. Das ist zu hart. Na, dann solltet ihr nach Europa, also nach Deutschland kommen und mal ein schönes Krustenbrot essen. Jetzt machen wir den schrägen Sandwichschnitt.
Und dann haben wir ein schönes Sandwich. Und wie gesagt, die Belohnung für den. Für denjenigen, der es zubereitet hat. Aber. Gut. Sehen Sie, ich habe heute wieder was ganz Fantastisches gelernt und zwar auch privat anwendbar. Ich habe eine Idee davon bekommen, wie ich meinen Kindern ein gesundes Sandwich mit in die Schule gebe, ohne dass ich abends die Äpfel zurückbekomme. Christian, das hat mir extrem viel Spaß gemacht, weil da nehme ich heute persönlich sehr viel mit. Vielen lieben Dank. Und wenn die Sehr Kamera gerne. gleich weg ist, werde ich das da aufessen. Da würde ich mich drüber freuen und Okay. gerne nachmachen und kreativ bleiben. Danke. Bis dann.